Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinen Energiebotschaften. Wer kommt, was kommt in den nächsten 10 bis 14 Tagen auf dich zu? Zwischenmenschlich, praktisch, energetisch vor allem. Oder aber auch, was solltest du am besten ganz außer Acht lassen? Schauen wir uns an, deine Energiebotschaften, lieber Schütze. Achterbahn der Gefühle. Soll ich oder soll ich nicht? Ein Kapitel geht zu Ende. Trauer darüber, doch auch Erleichterung. Ich bekomme bei dir ein Gefühl rein, als würdest du nicht verstehen, wie dir geschieht oder was um dich herum geschieht. Überforderung der Gefühle, Überforderung mit deinen eigenen Emotionen. Beruflich kommt eine neue Chance auf dich zu, kann durch eine Idee sein, kann ein neues Angebot sein. Du sehnst dich zurück, doch du sprichst nicht aus. Du wünschst dir zurück, dass einiges anders, dass einiges anders ausgesprochen dass einiges anders ausgesprochen hätte werden sollen, beziehungsweise du wünschst dir gewisse Worte, Sätze zurück. Ich habe es umgedreht, weil es umgedreht hier vorhin auf dem Tisch lag. Ein Neuanfang steht dir bevor. Die Chance beruflich, finanziell. Online siehst du etwas, dies generiert in dir einen neuen Impuls, weckt dein Interesse oder gut möglich, dass du über Dritte zu diesem Neuen kommst. Also das heißt, irgendjemand sagt dir, schau doch dorthin, schau doch hierhin, vielleicht wäre das was für dich. Für diejenigen, die gerichtlich, rechtlich etwas am Laufen haben, dort wird es für euch gut ausgehen. Ja, wie gesagt, etwas geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Gerechtigkeit darf walten. Auch siehst du in einer ganz bestimmten Sache klar. Falls du mit einem Steinbock zu tun hast, auf einen Steinbock wartest in irgendeiner Art und Weise oder auf irgendeinem Gebiet, dort findet man auf gesunde Art und Weise wieder zusammen. Eine Waage kann dir durchaus die richtige Antwort, die Lösung geben. Sofern du es schaffst, lieber Schütze, nach vorne zu blicken, wirklich die Tür zu einem für dich schweren und belastenden Thema zuzumachen. Sofern du dies schaffst, steht dir nichts mehr im Wege. Es wird leichter, es darf leichter werden. Du machst die Tür hinter dir zu, du kreierst dir deine Welt so, wie sie dir gefällt. Ein Neuanfang, ein sehr prägnanter Neuanfang. Leichtigkeit, es wird leichter. Die trüben und dunklen Tage sind vorbei.
das Drama um dich herum oder in deinem Leben, die Konflikte, die Streitgespräche. Du bekommst auch darüber Erkenntnis. Erkenntnis im Sinne, du kommst zur Ursache, zum Kern des Ganzen. Gut möglich auch, weil du Innenschau, sehr, sehr tiefe Innenschau abhältst, aber auch gut möglich, weil einfach sich die Dinge von selbst lösen, auflösen, von selbst klären und du dann einen Aha-Effekt hast, eine Erkenntnis und sagst, ah, das war die Ursache, das war der Grund. Wir machen das Kapitel zu und gehen weiter. Oft dir wird klar, dass du oft gar nicht so weit schauen musst, so weit gehen musst, um Antwort zu bekommen. Die Antwort liegt meist vor der Nase. Und lass dich nicht in Gossiping verwickeln, lass dich nicht in Streitgespräche verwickeln. Es ist ein Kräftemessen mit einer Gruppe von Personen. Du hast an deiner Seite eine Person, die sehr, sehr viel weiß, sehr, sehr viele Antworten zu geben hat. Die vielleicht oft auch sehr, sehr vieles besser weiß. Doch halte still. Nehme auf, kommentiere nicht. Die Lösung ist da. Du lässt ab. Du lässt ab vom Drama. Es kommt sehr viel Kommunikation auf dich zu von einem Krebs oder einem Fisch. Du bekommst Erklärungen, Insights. Der nächste Vollmond für dich sehr ausschlaggebend. Es kommt Bewegung rein, eine Reise, sehr viel Kommunikation, sehr viel Austausch. Du bist auch sehr gefragt. Dann gibt es ein Thema beruflich, wo geht die Reise hin? Dies kann dich emotionell etwas durchwirbeln, weil du mit dem, was du momentan verrichtest, nicht mehr ganz so aligned bist, nicht mehr so ganz auf der gleichen Wellenlänge bist. Du suchst nach Veränderung, stress dich deswegen nicht, es klärt sich alles. Es klärt sich alles zum richtigen Augenblick. Finanzielle Fülle, finanziell kommt Gutes auf dich zu in den nächsten 10 bis 14 Tagen. Und was Familie und Freunde betrifft, du wirst dir darüber klar, was du fühlst, was du empfindest, doch du wirst nicht aktiv. Manche von euch wünschen sich die gute alte Zeit zurück, doch lieber Schütze, schau nach vorne. Es wartet Gutes und Schönes auf dich, es wird leichter. Schließe die Kapitel in deinem Leben, die zu schließen sind. Du findest auch neue Zugehörigkeit zu einer Gruppe von Personen, fühlst dich geborgen und gebettet, schön eingebettet in der Geborgenheit. Wieder die Vergangenheit kommt nicht zurück. Du schließt mit etwas ab. Und der Neuanfang darf kommen.
motiviert, kreativ, voller Elan, Engagement. Du bist back on track, lieber Schütze, und keiner kann dich aufhalten. Schauen wir, was die himmlischen Helfer zum Abschluss für dich bereithalten. Was möchten sie dir mit auf den Weg geben? Die himmlischen Helfer für den Schützen. Sie sagen, es wird alles gut, gräme dich nicht. Ja, schau her, gib nicht auf. Es wird alles gut. Die Situation wird sich verbessern. Sehr gut, was sag ich? Also, Bestätigung. Man geht vom Untergrund nach oben ins Licht, in die Erkenntnis, in die Leichtigkeit. Vertrau drauf, lieber Schütze. Alles wird gut. In diesem Sinne, wir wünschen dir alles, alles Gute. Bleib immer mit der Liebe verbunden, der stärksten Kraft im Universum. Und sei aufs Höchste gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.